So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Search. Ja, zuletzt hatten wir ja den Boss platt gemacht. Ja. Geht kaputt, gar nichts gemacht oder so. Boss platt gemacht. Und ja, jetzt können wir, denke ich mal, dort auf weitergehen. Ich, die Waffe genommen, aber werde mich jetzt wieder für die Waffe entscheiden. Da finde ich die Combo-Moves einfach mega episch. Egal was man anvisiert, geile Action. So. Wir können uns natürlich hier wieder hochschubsen lassen. Aber wir hätten auch unten durch die Tür gehen können. Die habe ich ja letztes Mal auch schon aufgemacht, glaube ich. Jetzt aber auch nicht bis jetzt dran gedacht. Wir machen uns jetzt erstmal hier weiter auf den Weg. Ja, den ersten Boss. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Boss ist. Und kam auch dementsprechend vor wie so ein Boss. Haben wir ja schon kaputt gehauen. Ja, ich muss wieder in die Einstellung reinkommen. Wo was ist. Boah, der ist natürlich sehr nice. Der war richtig nice. So. Ah. Reingeschießt hier. Ja, dann können wir natürlich mal wieder Einschlag. Ausführen. Okay, der ist schon mal platt. Jetzt können wir uns ja dem widmen. Mann. Die scheiß Dinger auch wegstecken, ne? Unglaublich. War das nicht hier? Muss man irgendwie. Ach ja, wir müssen die Treppe lang. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her, als ich gezockt habe. Schon gesagt, dass den Internet läuft jetzt auch momentan nicht so wirklich bei mir, dass ich da großartig ich wollte eigentlich schon länger sollte er etwa zurückspringen, aber hier ist halt so, wenn er ein bisschen in Rage ist, dann hört auch nicht mehr auf. So, jetzt müssen wir hier runter. Dann wieder nach links und dann kam eigentlich die Bosspassage. Ja, mach mal. So. Ist der auch schon mal weg. So, ja, hier war ja der sogenannte Bosskampf. Ich hab gesagt, wir haben ja noch die Sachen und so alles eingesackt. Das war jetzt, glaube ich, aber nichts Weltbewegendes. Ich weiß nicht, ob da eine Waffe bei war. Ja, ich glaube, die war das. Pex Imperator-Waffe war dabei. Kann ich mir mal kurz zeigen. Ist aber ziemlich langsam, wie man sieht. Und ist jetzt auch nicht so wirklich mein Geschmack. Die beiden Klingen hier sind schon sehr, sehr geil, meiner Meinung nach. Macht schon richtig Bock damit. Hier gibt es wohl eine Möglichkeit hoch. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir ja hier noch was. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Ich wusste jetzt nicht, dass wir jetzt hier direkt mit dem Zug fahren. Ich dachte, vielleicht gehen wir auch nur rein. Jetzt fahren wir wohin? Fertigungsbereich, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, schauen wir uns direkt mal da um. Gucken, wie Fertigungskomplex B, wie hier die Gegner jetzt
zur Sache kommen. Drohnenregistrierung. Krieg ich jetzt einen Drohne? Netzwerkfehler. Umleitung. Willkommen im Fertigungskomplex B. Arbeiternummer. Datenbankfehler. Ich führe Sie gern herum. Wie kann ich behilflich sein? Ich führe Sie gern herum. Herum. Wo geht's zur Servicestation? Hast du eine Schraube locker? Hast wohl irgendwo eine Schraube locker, hä? Danke für Ihre Anteilnahme. Fehler. Keine lockeren Schrauben gefunden. Wo sind alle? Also, wo sind alle? Verbindung zu Cryonet fehlgeschlagen. Keine Daten verfügbar. So, wo geht's zur Servicestation? Großartig. Dann, wo ist die Servicestation? Keine Informationen verfügbar. Ist überhaupt irgendwas? Zeit, an die Arbeit zu gehen. Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen. Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen. Benötigen Sie meine Dienste. Bereitgestellt von Creo. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Ach guck mal, hat das einfach mal. Ich helfe gern. Bitte bleiben Sie am Apparat. Begleitdrohne habe ich jetzt bekommen. Wir können jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahren. Das ist schon mal sehr geil. Eine Drohne-Modul erhalten, fokussierte Infrablaster. Ich muss es euch die Drohne nicht sagen. Feuert ein energieladenes Geschoss auf den Gegner und verursacht gleichen Schaden. Kann ohne. So, die können wir ja jetzt mit Dreieck dann rufen. Es waren nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Probleme. Die Schere zwischen Arm und Reich. Nein, der Quatsch war nach. Größer. Zunehmende Missernten, steigende schon wieder. Den kennen wir von der Anmeldung. So, muss ich hier auch noch irgendwas drücken? Nein, automatisch. Super. Dann fahren wir mal runter. Ich sehe jetzt hier noch nichts Komisches. Ja, der greift uns nicht an, ne? Drücke Dreieck, um den Gegner. Nice. Sehr geil. Nur einen Schadenspunkt gemacht, ne? Sollte Härte demonstrieren, damit wir den ja öfter benutzen, aber so viel Schaden. Willkommen. Diese Einheit wird derzeit mit Notstrom versorgt. Dienstleistungen sind eingeschränkt. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Das ist hier dann anscheinend unser Rückziehort. Unsere Medibay. Können wir unsere Punkte wegtun. Montage Einheit ist offline. Können wir auch nicht reparieren. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Terminal ist vorübergehend gesperrt. Pass auf dich auf. Ja. Das wird aber, denke ich, nicht alles gewesen sein. Bitte oder? Beachte, dass die Notstromversorgung nur für Basisdienstleistungen ausreichend ist. Okay, also müssen wir diese Notstromreaktion jetzt beenden, oder? Okay. Der wurde ganz trocken da einfach mal runtergeschmissen. Kommt der auch mal. Kommt jetzt auch hier hoch? Nee, ne? So, machen wir uns mal auf den Weg. Boah. Wie. Du mit der. Ist das ein Mensch? Ist doch ein. Ich wollte gerade. Ey, willst du mich jetzt verarschen?
Gerade war da noch Viereck für diese Fähigkeit noch nicht bereit. Ja, klar. An alle Mitarbeiter. Auf Stockwerk G wurde ein Sicherheitsproblem festgestellt. Diese Einheit bleibt außer Betrieb. Das. Ich kümmere mich als erstes um den da. Jetzt reicht's ja aber, ne? So. Schicken wir den mal los. Wie schnell ist denn das Ding, Alter? Willst du mich veräppeln oder was? Wie schnell ist er mit dem Apparello? Gleich hab ich den, Alter, und dann bist du so ein Krückstock oder was? Auf zwei Beinen. Hinweis, fortgeschrittener Kampf. Wenn du einen Gegner im Visier hast, kannst du mit R rechten Stick auf deinen bestimmten Körperteil ziehen. Ja, das ist uns allen schon bewusst. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Schöne Kombi. So. So einen Arm konnten wir wieder mal nicht abschlagen. Aber wir haben auch keinen Schaden genommen. Das ist natürlich auch schon sehr gut. Sehr nice. Hier können wir mal eben überladen. Energiesystem aktiviert. Sektor wird initialisiert. Sektor online. Verloren. Ach so, ja, weil ich gerade gestorben bin, wird hier mein Altmetall rumliegen. Und ich gehe wieder. Zu früh zurück. Ja. Definitiv. Aber das ist noch ein lebender, ne? Ich glaube, das war noch ein lebender Mensch. Aber der scheint eine coole Waffe zu haben. Wow, wow, wow. Stick-Mikes. Weg. Was war das denn? Ja. Was ist los? Dass sie sich nicht irgendwie auch gegenseitig verletzen können, ne? Das ist schon. Jupp. Der ist schon mal tot, ne? Ich hab Bock auf seinen Sticky. Den hat er im rechten Arm. Alter. Hier. Fuck you. Ja, da sollten wir vielleicht auch mal den Stick benutzen. Weil damit haben wir auch noch gewisse Reichweite. Was wir jetzt mit diesen Klingen halt nicht haben. Ja, der Strom funktioniert dementsprechend aber erstmal wieder. Da können wir erstmal hier rein. Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen. Naja, Vorstandsebene, das ist nicht der. Wo ist denn das Stick hier? Da ist ein Magic Stick. Schönen Tag. Abgeriegelt, wow. Aber der Weg dahin. Das ist das Problem. Sie hat gesagt, sie darf das Teil unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist. Ich kann Hilfe von draußen bitten. Ja. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Aber haben wir wieder mal nichts bekommen. So, da unten sind noch was.
2000 Punkte. Die werden da wieder zu zweit rumhumpeln. Ja. Ach, das ist so eine Rotze hier manchmal, ne? Der Stick ist sogar leichter als sein Rotzding. Guck mal, wie er hier rennt jetzt auf einmal. Und dann? Mann. Opfer. Ja, seine Waffe haben wir schon wieder nicht bekommen. Allgemeines Gameplay. Hier haben wir... jetzt nur noch alleine. Yo! Mit einer Attacke oder was? Fuck you, Bitch, Alter. Fuck you. Verarsche pur jetzt hier, oder wie? Gib mir zwei Hiebe, ich bin Game Over. Wir helfen gern. Ich glaube, vielleicht kann ja auch sein, dass wir hier so ein bisschen... noch zu low für diese Passage sind. Aber ja, wenn man dann auch so scheiße spielt. Ach komm. Bei meinen starken Attacken, Alter, da passiert gar nichts. Er rührt sich keinen Millimeter. Wie so ein Brecher, aber ich, Alter, lande erstmal fett auf den Arsch, oder was? So. Der. Ich. Sollte diese... Ja, Mann, Alter! Willst du mich... veräppeln. Guck mal, da passiert gar nichts. Was ist mit seiner Lebensanzeige? Warum sehe ich die eigentlich nicht? Was ist los? Komm. Ich kann ihn auch irgendwie... schlage ich hier keinen von denen mehr ihren Rüstungsteil irgendwie ab, auch wenn ich sie anvisiere. Kriege ich erstmal meine Punkte wieder. Ich probiere mal was anderes. Ne, wo ist er? Da. Immer mein Schwertchen. Die können ihre Attacke aber auch irgendwie noch unterbrechen, ne? Ja. Verstehst du, was ich meine, Alter? Was soll das, du Fickersohn, Alter? Du kriegst einen Schlag und es passiert nichts. Ich krieg einen von dir gesemmelt, Alter, und verflieg erstmal ein paar Meter zurück, oder was? Und halte die Augen offen.